Mitten im Level eingestiegen wieder. Ich habe einfach so lange gespielt, bis das Video geladen hat. Was eigentlich ein bisschen gedauert hat. Ja, okay, das war's jetzt. Was das Video vorhin gespeichert hat, da konnte ich nicht mehr spielen. Aber jetzt seht ihr, was passiert, wenn man das Level schafft. Und zwar geht's hier weiter. Und ja, ich gehe nochmal durchs Dorf und gucke nach einem anderen Ausgang, um auch das andere Level zu spielen, weil ich total levelsüchtig bin. Das war auch mal so das Problem an Mario-Spielen, wo man sich eine Abkürzung nehmen kann oder so. Wow, die beste Belohnung für ein Geheimnis ist auch echt eine Abkürzung. Dann habe ich weniger Level, um das Spiel durchzuspielen. Ist ja nicht der Weg, dass sie... Oh, schon wieder eine Wahrsagerin, na toll. Ich will wieder... Komm, jetzt keine vollgekackten Omas, bitte. Ich will irgendwas Neues. Oh, das sieht anders aus von den Schriftzeichen her. Oh, jetzt okay. Keine Ahnung. Oh, was kommt? Hä? Nichts? Was war jetzt so? Anders. Komm, ich will jetzt wissen, was sich verändert hat. Es hat sich nichts verändert. Wahrscheinlich ist das wohl die totale Miete. Wenn du ziehst, es passiert nichts. Das ist doch dumm. Aua. Ich wollte euch nicht wehtun. Natürlich wollte ich euch das. Ich gucke nochmal die Fässer. Ich zerstöre mal jedes Fass. Vielleicht ist da auch wieder ein Geheimgang. Aber ich muss aufpassen, dass niemand vor meinen Fächer läuft. Oh. Nein, ich glaube nicht. War ja schon ein Geheimgang. Ja! Keine Ahnung, warum das Geld einbringt. Runter. Oh. Tja. Da wären wir beim nächsten Level. Oh, und es ist eine Ruine. Klasse. Gegner, Gegner, wo seid ihr? Ich will voll. Oh, das ist immer was anderes. Ist das nicht Yae, die auch in den späteren Teilen vorkommt? Ja, was suchst du hier, Yae? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hey, sprech mich nicht so doof an, du dicke Sau. Ach, ich wollte dir was Tolles sagen. Ey, mir fällt nie was ein bei sowas. Was? Du hast mich dick genannt? Ich habe nur schwere Knochen. Na los! Nein, bitte nicht! Ich will dich nicht küssen! Nein, komm nicht näher! Boom. Wir waren zu schwer anscheinend. Na, ich muss das öfters machen. Eine Höhle! Oh, eine Höhlenachterbahn. Sag mir das doch gleich. Ja, jetzt muss ich wieder nach vorne gehen. Ja, das drücken wir mal schnell weg. Ich synchronisiere nicht zwei Gespräche gleichzeitig. Wow, okay, eine Achterbahn. Toll. Ich nenne es zumindest so. Oi. Wie der Wasserdrache, nur dass sich das Ding geradeaus bewegt. Oh, und ich tue mich träge bewegen, weil er geht ja nach vorne, dann springe ich automatisch mal ein Stück nach hinten. Ist nicht so leicht, wie es aussieht. Yeah, kaputt machen mit einem Fächer Steinwände. Das könnte aussehen, als würde ich tanzen. Ja, ich tanze. Mehr mache ich auch nicht. Autsch! Wie weit werde ich zurückgeschleudert? Ja, sag mir das doch gleich. Da konnte ich doch nichts für. Ja, Kopfschmerzen hier. Manchmal glaube ich echt, dass ich hier... Ach, schon gut. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Und das ist eine Achterbahn, sieht aus wie so ein Hobel. Ja, okay, weil da jetzt Holz rauskommt oder so. Wow, was soll man zu so einer Achterbahn auch sonst sagen? Ich tanze. Diese Teufel, die kamen auch schon bei der Brücke vor. Man darf nicht einmal getroffen werden, weil das fatal ist. Ah, oder ich werde getroffen und versuche mich dann so abzustützen. Ja, da sind die gegen die Wand gefahren. Passt mal besser auf, wohin ihr fahrt oder welchen Zug ihr nimmt. Flammen. Natürlich in der Nähe von Fackeln. Tja, ich muss nicht jeden Gegner töten. Oh, sieht aus wie eine Kreissäge. Hallo? Warum werde ich nicht getroffen? Warum da Kreissägen sind, weiß ich nicht, aber. Die Bahn bewegt sich langsamer. Oh, wow. Oh, jetzt bewegt sie sich schneller. Natürlich, Tiefen. Oh mein Gott, wie die Bandit. Kein bisschen. Auf der Holzachterbahn da im Movie World in werde ich ja nicht von.
Nein, nein, das heißt ja jetzt nicht mehr Movie World, das heißt Movie Park Germany. Ach Gott, halt doch die Schnauze. Warum muss ich immer wieder mir das antun? Das ist schlimm. Ein Score-Level ist das Problem immer. Ja, du Kacks habt. Dann wirst du wahrscheinlich dies beim nächsten Mal schneller sein, weil du unbedingt dahin willst, weil du dich aufregst. Tja, hier muss man mit seiner Food lernen auszukommen, denn es ist immer genauso schnell wie sonst. Wow, wie toll. Oh, jetzt wurde ich sogar getroffen. Oh, Himmelarsch. Nein. Hör doch auf zu werfen. Oh, ein Leben, ein Leben. Ich will einen Elefanten haben. Tröti. Ach ja, dabei fällt mir ein, ich habe ja die Macht, dieses Level zu überspringen. Mhm. Na, wenn es echt zu dicke kommt, dann mache ich das vielleicht sogar. Das wird auch für die meisten zu langweilig. Wenn schon, dann kann ich ja noch angeben 100%. Bing. Ja. Einfach nur mit den Fächer schlagen, ich weiß nicht. Oder ducken. Oder au, mitkommen. Hallo. Das Level hat mich verarscht. Ups. Okay, noch ein Versuch, noch einen Versuch. Wenn nicht, dann mache ich da was anderes. Dann habt ihr mich so weit gebracht. Ja, yeah, ich denke mal, man hat das meiste vom Level gesehen. Da wird nichts anderes mehr kommen. Wahrscheinlich bin ich sogar kurz vor dem Panda verkackt. Hey, dann gibt's halt hier keinen Elefanten oder so. Jau. Jau. Ich muss irgendwelche Geräusche machen. Toll. Ja, ich mag meinen Charakter irgendwie. Ich weiß nicht. Er ist knuffig. Guckt ihn euch an. Yippie. Ich nehme keinen anderen mehr, darauf könnt ihr euch gefasst machen. Kein Sasuke, kein Gömon und ja eh schon gar nicht, was nicht hier ist. Ja, das war's. Ich hoffe, vielleicht mache ich's später mal oder gar nicht. Ich will's gar nicht machen, ehrlich, ich will's gar nicht machen. Mal sehen, man weiß ja nie. Oh mein Gott, eine Stadt bei Nacht stirbt. Ich gucke nur unter auffälligen Häusern vorbei, weil bei den wenigsten welche Spiele sind. Wenn doch, dann merkt man das. Ich meine, wenn sie schon so Minispiele erstellen, sich so viel Mühe geben, dann tun die doch bestimmt farblich hervorheben. Oh, hallo? Will reden? Muss ich dahinter kommen? Ich kann gar nicht reden. Masken. Erinnert alles auch an Teil 1, da gab es auch so eine ähnliche Stadt. Da war es gleich nur Sonnenuntergang. Twilight war da. Ich wüsste schon, was ich meine. Oh, auf die Städte habe ich am wenigsten Bock. Irgendwie nur zu zweit macht Spaß, an Minispiel hängen zu bleiben. Aber sonst... Wobei doch, ich glaube, irgendwie bei dem N64-Teil habe ich mich nach jeder Stadt gefreut. Weil die Level immer so anstrengend waren. Oh, noch zwei Level vor dem vorletzten Schloss. Toll! Aber ich glaube nicht, dass das vorletzte Schloss... Ja, ich denke mal, es wäre zu wenig, oder? Und wieder ein Graslevel mit den Anfangsgegnern, mit... Anfangsvehikel. Toll. Och, das klappt doch ganz locker. Aber ehrlich, das ist ein Speedrun. Und die machen mir keinen Schaden. Seid ihr da? Och, die saugen mir die Leben ab. Mit ihren Strohhalmen saugen sie in mein Gehirn rein. Das ist doch nicht zu fassen. Oh, ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl, dass ich dieses komische andere Level nicht gemacht habe. Viele finden es ja doof, wenn man nicht alles macht. Ich finde es doof, wenn man safe statet, ganz ehrlich. Das tun natürlich nicht alle machen, ich meine aber, das ist keine Entschuldigung. Das Level hat mich verarscht, ihr habt es selbst gesehen. Von daher, scheiß drauf. Ja, komm schon. Schneller, schneller. Sie kommen sogar schon aus den Büschen, die Japaner. Ist ja auch wie bei Call of Duty so, da kommen sie doch auch aus dem Busch, aus den Bäumen. Und sprengen sich in die Luft, das ist der einzige Unterschied hierzu. Gewonnen! Mann, ging das schnell. Vielleicht schaffe ich sogar das Schloss noch in diesem Part, wenn ich waste. Ja. Ich bin ja kein Fan von Let's Waste, weil irgendwie fällt es dann, wenn die meisten, wenn die einen Waste machen oder wenn sie halt per Speedrun-Manier da durcharbeiten, dann fallen irgendwie die Erklärungen zum Spiel flach. Der mir das geschehen kann, auch nicht kommentieren, wenn das so schnell läuft. Oh, die Fische wieder. Ja, Wasser. Und auf euch gewartet.
Ich brauche den Fisch sogar diesmal. Oh Gott, stimmt ja. Hier ist kein Boden. Ich sag mal, so ist ein Vehikel-Level. Ganz klar Vehikel-Level. Die Musik hat kaum gestockt. Dann ging schon wieder weiter, also mit dem Level. Fast Forward ist schon sowas. Naja. Erspart einen viel Warterei. Was ich dann auch immer mache, ist bei Super Mario World. Wenn ich bei Emulator mal spielen sollte, habe ich ja bisher noch. Mache ich eigentlich nie bei Emulator. Nein, dann mache ich fast Forward auf der World Map. Ach, toll. Nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich kann es eigentlich viel besser. Außerdem... Ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, dass der Kai nicht da ist. Echt, allein ist das viel angenehmer so ein bisschen. Muss ich ja leider zugeben. Okay, dann sitze ich auch nicht auf dem Boden. Wie ist das danach? Der hat zwar die Tastatur, dafür sitze ich immer auf dem Boden. Boah! Oh, Elefant. Tröti. Ich sollte eigentlich einen neuen Fisch holen, weil der doch angeschwächt ist. Toll. Oh, das ist doch ein Fisch. Moment. Oh, ich will den doch nicht zerstören. Tut mir leid, wollte ich nicht. Normal, jetzt aber richtig. Ja. Nein! Oh, dann nehme ich. Oh, da ist doch wieder einer. Ich kann die Knöpfe immer noch nicht. Ich will raus. Wow. So. Jetzt. Ja, toll. Da freue ich mir einen Ast ab. Ich muss das also als Sprungbrett benutzen. Hätte ich nicht machen müssen. Ich dachte, das Wasser fließt kurz vor der Spalte oder so. Also jetzt ist der andere Zweck mal so wie so ein Yoshi bei Super Mario World, dass man davon abspringt, so als Trampolin. Ja. Beeilung. Nein, das ist bestimmt ein Fake. Ich wette, das ist ein Fake. Ha, aber doch klar. Das Spiel arbeitet wohl öfters mit Fakes. Hm. So, da ist das Schloss. Oh, oh, oh. Naja, ist eigentlich nichts Besonderes mehr, so ein Castle. Immer schön bunt. Nie ernstzunehmend. Aber sie sind nicht ohne. Auf keinen Fall. Okay, mit durchrennen. Ich könnte das Castle noch schaffen. Ich glaube, das geht schlecht. Was sind das für Dinger? Sind das Jojos? Oh, nicht schon wieder sich bewegende Jojos. Nein! Oh. Ich spare mir den Frust für den nächsten Part auf. Dann seht ihr auch das ganze Castle. Ist viel besser für den Zweck so. Also, bis gleich.